Ich hätte hier noch mal ein kleines Humidoriums-Update. Und zwar habe ich jetzt noch Bluetooth wieder aktiviert, sodass das Display inzwischen eine ziemlich optionale Angelegenheit ist. Wie man hier sieht, Display ist gar nicht dran. Hier hinten ist das Bluetooth-Modul. Und das funkt alle 2 Sekunden den aktuellen Zustand raus. Hier habe ich die LEDs noch dran. Und auf meinem Desktop sieht man hier genau, was passiert. Das ist einfach aus der seriellen Schnittstelle rausgepastet. Und auf dem Weg kann man sich jetzt überlegen, ob man das Humidorium mit einem Display dran machen will oder ob man es in so einer kleinen Kiste hier versteckt und dann nicht davon genervt wird.